Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Wolleplanet und ich möchte mit euch heute ein Pokémon machen und zwar das Raupi. So soll es ausschauen. Und für die Einzelteile wird es ein PDF geben, welches ihr in der Beschreibung finden könnt. Wir beginnen mit folgenden Teilen. Und dieses. Wir werden zuerst dieses Stück, das kleine, auf dieses Stück befestigen. So, dass es mittig von den Grünen sitzt. Ihr beklebt nun das kleine Stück und setzt es darauf. Dreht das Stück so herum, dass ihr das große Stück oben habt und die drei gelben Reihen zu euch zeigen, denn das ist das vordere Stück. Als nächstes folgt nun dieses Stück. Das wird so darauf gebracht, dass es bündig aufliegt. Beklebt nun alles außer rechts und links die vordere einzelne Perle. So alles, was immer darüber schaut, benötigt keinen Leim. Ihr könnt nun wieder alles drehen, um das Ganze besser anzudrücken. Nun kommt dieses Stück darauf. Dieses wird so darauf gebracht, dass es vorn eine Reihe darüber schaut und hinten die eine gelbe Perle auch darüber schaut. Ihr werdet nun hier alles bekleben, außer bei der letzten grünen Reihe nur die mittlere Perle. Also hier alles und hier die letzte Reihe und bei dem Grün nur die mittlere Perle. Hier auch wieder. Dreht das Stück zum besseren Andrücken. Und hierauf folgt nun dieses Stück und das liegt wieder vorn bündig auf. Klebt diese Platte, außer die einzelne gelbe Perle rechts und links. Darauf bringen, herumdrehen und gut andrücken. Wenn ihr das habt, legt das Stück beiseite. Es geht mit den nächsten Teilen weiter. Das wären diese. Zuallererst kommt das Stück auf dieses Stück. Befestigt es so, dass es hinten bündig ist und vorn eine Reihe nach innen rutscht. Beklebt die kleine Platte. Und es rutscht von 1 nach innen. Gut andrücken. Und herumdrehen. Als nächstes kommen die beiden Platten, die beiden Stücke. Diese werden jetzt einfach miteinander verklebt. Das sind zwei gleiche. Immer gut andrücken. Wenn ihr das habt, kommt das Stück auf euer anderes geklebtes Stück.
Und das legt ihr so auf, dass die gelben Perlen unter dem Schwarz sind. Ihr werdet nun dieses Stück bekleben. Und so darauf bringt, dass das Schwarz über den Gelb ist. Dreht es wieder herum und gut andrücken. Als nächstes folgt die Platte. Diese liegt auch so darauf, dass das Gelb wieder über dem Schwarz ist. Alles bekleben. Und andrücken. Die nächste Platte ist diese mit der einzelnen lilafarbenen. Diese liegt vorn und hinten bündig auf. Ihr beklebt das ganze Stück. Festdrücken. Die nächste Platte wäre diese. Die legt ihr so darauf, dass das Lila übereinander sitzt. Beklebt alles außer rechts und links die lilafarbene Perle. Also nur die mittlere Perle braucht Leim. Und darauf bringen. Gut andrücken. Leim nach Möglichkeit gleich wieder entfernen. Bevor sich so viel ansammelt wie bei mir. So, wenn ihr das habt, habt ihr noch ein Stück. Dieses liegt auch wieder über den lilafarbenen und es schauen rechts und links die beiden lilanen darüber, also nur die einzelne Perle braucht Leim und darauf bringen die Mitte. Wieder gut andrücken. Somit wäre der Kopf auch ziemlich fertig. Dafür braucht ihr noch zwei Stücke, die beiden Streifen. Und diese kommen nun rechts und links auf die hintere einzelne Perle. Nur die einzelne Perle bekommt Leim. Und dann bringt ihr diesen Streifen darauf. Gleiche mit der anderen Seite. Leim. Und mit einer Perle befestigen. Jetzt nehmt ihr euch wieder das andere Stück, euren Körper. Jetzt werden die beiden Stücke verbunden. Und das macht ihr so, dass es von zwei Reihen darüber schaut und hinten eine Reihe nach vorn rutscht. Ihr werdet nun hier alles bekleben, außer die hinteren drei grünen. Die drei grünen bleiben frei und darauf bringen. Leim wieder entfernen. Jetzt fehlt uns noch das hintere Stück. Dafür braucht ihr noch vier Teile. Einmal diese Stücke und jeweils eine einzelne Perle noch. Ihr werdet nun
in der Mitte eine grüne Perle und die eine gelbe bekleben und bringt diesen Streifen, den grünen, darauf. Hierauf bringt ihr die einzelne grüne Perle. Ganz außen. Darauf folgt die gelbe. Und darauf das letzte Stück, dieser gelbe Streifen. Und wenn ihr das geschafft habt, ist euer Raupi fertig. Ich wünsche viel Spaß beim Nacharbeiten und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!